Es war um 1910. In Deutschland herrschte Kaiser Wilhelm II. Und Bethmann Hollweg war Reichskanzler. Zum ersten Mal überflog ein Flugzeug den Ärmelkanal. Und es wurde endlich deutschen Frauen gestattet, an der Berliner Universität Medizin zu studieren. Auch deshalb übersiedelten drei Wiener nach Berlin. Marie-Therese Schöngruber, geborene Hadwani, früher bekannt als Schauspielerin und Sängerin auf allen großen Bühnen der kaiserlich und königlich österreich-ungarischen Monarchie. Franz Schöngruber, Uhrmachermeister, Sammler und Spezialist für alte Uhren. Und die Tochter der beiden, Agnes Schöngruber, derzeit Studentin der Medizin. Etwa um diese Zeit zogen Scott und Amundsen aus, um den Südpol zu entdecken. Und sie entdeckten Berlin. Was denn? Um die Zeit willst du eine Uhr kaufen? Hart sei mit Jänseschmalz. Na, um 11 ist Feierabend, dann gibt's Armbrot. Darfst aber keinem eben Wort sagen, dass ich dir was abgegeben habe, sonst wird Mutter ein. Denn so einen Krawall machen. Jetzt haben sie mir das arme Viecherl ganz verschreckt. Mietz. Na komm doch. Der Herr Inspektor tut dir ja nichts. Der ist ja froh, wenn man ihn selber in Ruhe lässt. Mietz. Na, jetzt hat sie sich versteckt. Hätten sie denn nicht wenigstens leise hereinkommen können? Ja, das ist nur der Dank dafür, dass ich bereit gewesen war, mein Leben aufs Spiel zu setzen, damit ihnen keine Ruhe geklaut wird. Schreien's doch nicht so. Sie wecken ja meine Frau auf. Deshalb arbeite ich ja in der Nacht hier, weil das eine Überraschung für Sie werden soll. Das ist eine sehr berühmte alte Uhr. Die gibt's gar nicht mehr, nur noch auf alten Skizzen und Plänen ist sie zu sehen. Wie können Sie sagen, die gibt's nicht mehr, wenn sie bei Ihnen auf dem Tisch steht? Ja, das ist natürlich nicht die echte. Eine Pariser Antiquitätenhandlung hat mich beauftragt. Ich soll versuchen, ob ich sie nicht nachbauen kann. Ja, dann verstehe ich aber nicht, warum Frau Schönhuber das nicht wissen soll. Ja, wissen Sie, meine Frau regt sich über diese Sachen immer so furchtbar auf. Und natürlich ist so eine Rekonstruktion sehr schwierig. Man muss das richtige Holz finden, man muss jemanden finden, der einem den Kasten baut und diese Säulen. Und das Werk muss man aus anderen alten Werken zusammensetzen. Und das Allerschwierigste ist natürlich das Spielwerk. Es muss ja alles genauso sein wie beim Original, sonst ist die Uhr ja nichts wert. Und leider gelingt so etwas sehr selten. Diese Enttäuschung wollte ich natürlich meiner Frau ersparen, aber ich glaube, diesmal ist es doch gelungen. Da, ja, denn sind Sie ja nicht der Künstler. Schönhuber, nicht bloß ein gewöhnlicher Uhrmacher. Ach, geh. Na, da wollen wir mal hoffen, dass Frau Schönhuber nicht noch dahinter kommt, dass sie nicht im Bette sind. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee gehabt, wie ich sie ablenken kann. Also. Mietz. Komm, Mietzi. Ja, aber warum denn nicht? Ich werde mir doch noch ein Glas Wasser holen dürfen. Geh schlafen. Ich hol dir das Wasser. Aber Resal, ich kann mich doch nicht so von dir bedienen lassen. Du hast dich dein ganzes Leben lang von mir bedienen lassen. Jetzt kannst du es auch tun. Du hast der Katze wieder Milch hingestellt, ja? Ja, wirst du denn wirklich ein Vieh im Haus halten, das die süßen kleinen Vogeln frisst? Die frisst sie nur, wenn sie Hunger hat. Wenn sie genug Milch bekommen hat, hat sie keinen Hunger und frisst sie auch keinen Vogel. Außerdem fressen Katzen auch noch Mäuse, Ratten und Schlangen.
Ja, aber auch nur, wenn sie Hunger haben. Und wenn du aber immer eine Milch hinstellst, dann wird unser Haus bald vor Ratzen, Mäusen und Schlangen nur so wimmeln. Ich habe mich erkundigt. Es gibt keine Schlangen bei uns. Was ist denn los? Ihr streitest du nicht schon wieder wegen der Katz? Ja, Agi, warum schlafst du denn nicht? Wie soll denn da ein Mensch schlafen können? Erst schreit die Katz stundenlang und dann ihr. Ich habe dir gesagt, du sollst dich nicht einmischen, wenn du immer nur deinem Vater recht gibst. Ja, Agi, wir werden uns damit abfinden müssen, dass wir der Mama egal geworden sind. An uns denkt sie nicht mehr, dass du Medizin studierst und dass du in der Nacht deine Ruhe brauchst. Wieso braucht sie plötzlich Ruhe? Sie lernt sowieso meistens die ganze Nacht. Na ja, aber jetzt hat sie Ferien und da soll sie sich ausruhen. Und warum kann sie sich nicht ausruhen? Weil die Katz die ganze Nacht schreit. Ich habe nichts gehört. Weil du geschlafen hast. Und warum hast du nicht geschlafen? Ja, auch weil die Katz geschrien hat. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Willst du nicht auch ins Bett kommen, Franz Schöngruber? Nein, warum? Wenn ich sowieso nicht schlafen kann, setze mich gleich in die Werkstatt. Wie du willst. Noch lang? Ein paar Stunden. Geh nur, ich pass schon auf. Glaubst du, sie hat was gemerkt? Ach, bestimmt nicht. Moin, Frau Jerke. Zwei Eilbriefe für Schöngrubers. Danke. An Schöngruber aus Berlin, kein Absender. Frau M.T. Schöngruber aus Berlin, auch kein Absender. Moin, Herr Wachmeister. Ist was passiert? Das war eine geheime Dienstanweisung, aber wo sie doch so eine kostbare Uhrensammlung mit so französischen Uhren haben, da habe ich mir gedacht, ganz im Vertrauen muss ich Ihnen warnen, dass Sie nicht mehr nachts Ihr Geschäft unversperrt lassen. Für euch Polizisten besteht die Welt anscheinend nur aus Verbrechern, was? Herr Schönhofer, wenn so ja der französische Presse schreibt, dass der 22. August 1911 ein Tag der Schande für ganz Frankreich ist, dann ist das noch sehr menschlich ausgedrückt, wenn ich sage, das ist eine Schlamperei. So ein Gemälde ist allgemeines Kulturgut von ganze Abendland, wenn das hier gestohlen werden kann. Was für ein Gemälde ist denn gestohlen worden? Aus dem Pariser Museum, dem Louvre, haben sie die Mona Lisa gestohlen. Okay, das gibt's doch gar nicht. Bei uns gibt's das nicht, aber in Paris ist es passiert. Wie hat denn so etwas geschehen können? Na, sehen Sie, jetzt sind sie auch sprachlos. Das Gemälde war in so einem Holzkasten. Den haben sie auf einer Nebentreppe gefunden und das Gemälde ist weg. Das kann doch nur ein Wahnsinniger getan haben. Die Mona Lisa. Nee, das war ein ganz vorbedachter Raub. Hat man eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Nee. Vermutet wird, dass die Verbrecher Lösegeld abpassen wollen. Ja, hoffentlich ist ja wenigstens nichts passiert. Dieses seltsame, schöne Gesicht, diese wunderbaren Augen. Ich habe sie oft gesehen, wie ich in Paris gewesen bin. Direkt gern habe ich sie. Drum habe ich Ihnen gewarnt, Herr Schönhofer. Ganz im Vertrauen nämlich. Das ist eine vertrauliche Unterredung, Frau Jerke. Haben Sie denn, ich werde das weitererzählen? Das glaube ich nicht, das weiß ich. Herr Wachmeister, wenn Sie mal so einschätzen, dann werde ich mir das merken. Na los. Hinter das Ganze wird nämlich noch ein politischer Hintergrund vermutet. In Anschlag gegen das Ansehen von unserem Kaiser. Aber gehen Sie ganz auf, wo kommen wir denn da hin? Wenn ihr bei allem, was in Frankreich passiert, gleich glaubt, dass das gegen Deutschland gerichtet ist. Nee, so ist das nicht. Das Politische haben die Franzosen aufgebracht. Schon gestern hat eine Zeitung geschrieben, dass der deutsche Kaiser das Verbrechen angestiftet hat, damit Frankreich in seinem Stolz getroffen wird. So ein Blödsinn. Also. Was machen Sie da, Frau Gerke? Oh, so ein armes Ding, wo er doch das Fräulein Lisa so gern hat. Und nur haben Sie ihr entführt. Wovon reden Sie, Frau Gerke? Der Wachtmeister hat Herrn Schönhofer gesagt, dass Sie in Paris das Fräulein Lisa entführt haben. Und das soll auch in der Zeitung stehen. Das stimmt, Mama. Skandal in Paris, Mona Lisa aus dem Louvre geraubt. Sehen Sie, Frau Schönhofer, und wie groß Sie das bringen, das muss eine ganz berühmte Dame sind. Frau Gerke, die Mona Lisa ist ein berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci und ist fast 400 Jahre alt. Da steht's genau. Ich muss mich um die Wäsche kümmern. Was hat sie dir denn wieder erzählen wollen? Diese Gerke. Was
Also sowas Idiotisches hab ich schon lange nicht gelesen. Zum Kreis der Verdächtigen zählt die Pariser Polizei auch einen jungen spanischen Maler namens Pablo Picasso. Es darf angenommen werden, dass er nur zu den Verdächtigen zählt, weil einige seiner Werke in deutschen Zeitungen positiv besprochen worden sind. Das ist noch besser. Der Diebstahl der Gioconda ist nichts als ein Kunstgriff der französischen Regierung, die in der deutsch-französischen Krise die Gemüter der Bevölkerung verwirren will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Journalist, der so etwas schreibt, das auch wirklich glaubt. Er wahrscheinlich nicht, aber viele Leute, die es lesen, werden es glauben. Der General, bei dem ich Hausmeister war, der hat das gewusst. Frau Schiller hat da immer zu mir gesagt, wenn Sie einem Franzmann begegnen, dem trauen Sie nicht über den Weg. Nun machen Sie aber einen Punkt, Frau Schiller. Das hat er zu mir gesagt, der General. Heute haben wir schon eine amtliche Warnung gekriegt, dass die Franzosen vielleicht einen Anschlagplan auf das Uhrengeschäft. Oh, hörst du, red doch keinen Blödsinn. Das Ganze hat einen politischen Hintergrund, hat der Wachtmeister gesagt. Boah, so ein dämlicher Quatsch, hab ich keine Zeit. Ich würde mich schämen, Sie. Ich schäme mich ja auch. Wenn das Gemüse, das Sie gequasselt haben, General gesagt haben soll, dann schäme ich mal davor, dass so ein Doofkopf bei uns überhaupt General werden kann. Mahlzeit. Was hat er denn gesagt, der Wachtmeister? Das war streng geheim. Mir hat der General immer gesagt. Frau Schiller hat er gesagt, ich vertraue niemanden. Aber vor Ihnen habe ich kein Geheimnis. Herr Schönruber hat mir ja eins zu der Unterredung mit dem Wachtmeister gebeten. Frau Jerker hat er gesagt, hören dürfen Sie alles, erzählen dürfen Sie nichts. Er hat auch so eine olle, berühmte französische Uhr. Um die geht es, verstehen Sie? So habe ich mir das auch gedacht. Mhm. Ja. Na, Agi, was sagst du? Ganz genau nach den alten Vorlagen. Ich bin stolz auf dich, Papa. Wo ist denn die Mama? Die hört bestimmt nichts. Die Frau Polakowski ist bei ihr. Weißt du, was das Ärgste ist für mich? Dass ich sie jetzt hergeben muss. Aber geh. Denk halt dran, wie sich der freuen wird, der sie kriegt. Das ist auch wieder wahr. Aber du, das geht ja gar nicht. Ich kann doch die Uhr nicht weggeben, ohne dass die Mama sie gesehen hat. Der Mr. Longford bleibt bestimmt ein paar Tage in Berlin. Und dann kannst du sie ihr immer noch zeigen. Ja, er hat geschrieben, er kommt heute zwischen 4 und 6. Glaubst du, dass sich das Ganze bis dahin überhaupt noch ausgeht? Naja, das habe ich mir auch überlegt, aber ich kann doch jetzt zur Bank fahren und das Geld für das Armband einstein vom Konto nehmen. Heute fährt es die Mama bestimmt nicht mehr und morgen weiß sie sowieso alles. Hat sie gar nichts gesagt, dass du den Hochzeitstag vergessen hast? Nein, nicht ein Wort. Nur, wie ich sie gefragt habe, ob sie Lust hat, nach Charlottenburg zu fahren, ein bisschen spazieren zu gehen und nachher vielleicht in so ein Kinematographentheater, da hat sie mich so komisch angeschaut. Aber gesagt hat sie kein Wort. No, vielleicht hat diesmal sie vergessen. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber solange sie nicht weiß, warum wir uns so seltsam aufgeführt haben, muss sie ja eigentlich böse auf uns sein. Du, ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, es macht dir richtig Spaß, jede Nacht mit dir wegen der Katze zu streiten. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ah, die auch? Ja, ich hab geglaubt, die büten mir das ein. Aber in der letzten Zeit hat sie es doch direkt darauf angelegt, dass wir nicht mehr ins Bett gehen. Na, ganz kennt man sich halt nie bei ihr aus. Das ist das Geld. Und für den Heimweg nehmen Sie sich auf jeden Fall eine Kutsche. Selbstverständlich. Wenn es geht, versuchen Sie, dass Frau Gerke nicht sieht, was Sie bringen. So schnell kann ein Mensch gar nicht denken, wie sie alles herum erzählt. Ich dachte immer, dass am Hochzeitstag nur die Männer ihren Frauen etwas schenken. Wenn ich ihm aber zeigen will, dass ich gern an den Tag denke. Ich habe es nie bereut, dass ich ihn geheiratet habe. Den Franzl Schöngrube. Nicht einen einzigen Tag. Oh, grüß Gott, Frau Polakowski. Guten Tag, Herr Schöngruber. Resel, ich glaube, wir müssen gehen, sonst kommen wir zu spät. Ja, ich bin gleich fertig, Franzl. Du kannst schon hinuntergehen. Ich bin fertig, Franzl. Ich komme gleich, Resel. Guten Tag, Herr Schöngruber. Guten Tag. Keine Sorge, Herr Schöngruber. Wo die Schillersche aufpasst, da kann kein Franzmann Unheil stiften. So. Wo ist denn meine Frau hingegangen, bitte? Na, die ist noch mal zurückgegangen, hat wohl das vergessen. Aha.
guten Tag. Nun bleiben Sie mal besser hier, Frau Schöngrube, sonst laufen Sie ewig im Kreis. Der Herr Schöngrube hat Sie gerade gesucht. Wenn er wiederkommt, sagen Sie ihm bitte, Sie haben mich nicht gesehen. Aha. War meine Frau nicht da? Dienstlich geht mich das nichts an, Herr Schöngruber. Und privat kann ich mich dazu leider insofern nicht äußern, weil Frau Schöngruber gesagt hat, ich soll es nicht. Aha. Resi! Also ich sage Ihnen, ich sehe da schon die ganze Zeit. Da, haben Sie das gesehen? Ja, ich bin da nicht drin. Immer zu. Rein, rein, raus. Tag. 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 Ja. So geht das jetzt schon seit Wochen und alle wehen an Katze. Das kommt davon, wenn einer nicht gedient hat, fehlt ihm auch der Blick für den Ernst der Lage. Ja. Was nun? Ja, jetzt gehen wir. Dann geh. Na bitte, geh doch du. Warst du zuletzt in der Küche oder ich? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Du weißt es bestimmt nicht? Nein. Ja, dann lassen wir es so, wie es ist. Ja, aber wenn sie Hunger kriegt? Sie wird schon nicht verhungern. Ja, wie du meinst. Alles in Ordnung, Herr Wachtmeister. Keine besonderen Vorkommnisse. Halten Sie ja Wache? Ich bin im Bilde, Herr Wachtmeister. Na, dann ist er gut. Excusez, Madame, ich suche. Kommen Sie erst mal mit zur Wache. Ah, Polizei, ich gehe mit freiwillig. Ja, ist in Ordnung. Monsieur Kommissar, ich kann nicht verstehen, was... Ja, trotzdem müssen Sie erst mal mitkommen. Gott, deswegen, was ist denn passiert? Es ist eingebrochen worden. Aber ich glaube, es wurde nichts gestohlen. Bist mir nicht mehr böse, dass ich unseren Hochzeitstag vergessen habe. Du hast ihn nicht vergessen. Ja, aber ich habe mich wieder einmal zu spät daran erinnert. Diesmal habe ich ihn ja auch vergessen. Resel, ich komme gleich nach. Ich muss nur schauen, ob im Geschäft alles in Ordnung ist. Mhm. Na, Agi? Hast du das Armband? Ja.
Sag mal, wieso ist denn die Uhr noch da? Weil der Mr. Longford nicht gekommen ist. Er ist gestern Abend schon abgereist. Woher wissen Sie denn das? Weil man mir das im Hotel gesagt hat. Frau Polakowski, wieso liegt denn das Geld noch im Wohnzimmer? Mama, bitte reg dich nicht auf. Ich glaube, es ist etwas sehr Dummes passiert. Papa, hast du beim Weggehen das Geschäft abgesperrt? Das Geschäft? Ja, natürlich. Das heißt, nachher habe ich es wieder aufgesperrt. Und offen gelassen? Ja, das kann schon sein. Sie haben einen Franzosen verhaftet, weil Sie geglaubt haben, dass er die Tür aufgebrochen hat. Wir müssen sofort zur Polizei. Magnifique. Merveilleux. Wunderbar. Die Wartung war ein Missverständnis. Vorbei. Das Ganze ist nur passiert, weil die Zeitungen so viel Unsinn über den Diebstahl der Mona Lisa geschrieben haben. Ja. Frau Gerke, wissen Sie überhaupt, wen Sie hier verhaftet haben? Das war ja nur, weil die Schillern mir wieder so verrückt gemacht hat. Ich habe mich ja auch entschuldigt. Monsieur Jacot ist der Chef von Mr. Longford. Ihm gehört das berühmteste Antiquitätengeschäft in Paris. Ich kann nicht begreifen. Mr. Longford hat gestern geschrieben, deux lettres express an Ihnen und annonciert mich. Ja, jetzt wissen wir auch, wo diese Briefe geblieben sind. Ja. Ohne die Frau Gerke wäre das Leben hier viel zu langweilig. Habe ich ganz vergessen. Ja, Frau Gerke. Franzl, hast du das wirklich selbst gemacht? Eine, wie man sagt, Meisterwerk. Ich glaube, wir werden haben viel Arbeit miteinander, Monsieur Schöngrubert. Deshalb haben wir doch das Theater mit der Katze gemacht, damit du nicht merkst, dass ich jede Nacht unten gearbeitet habe. So eine Bande. Ich bedauere, dass ich nicht behalten kann, dieses Kunstwerk für mir. Ja, wieso? Sie gehört doch Ihnen. Mais non. Ich muss weitergeben, noch heute Abend, an meine Auftraggeber. Sie gehört dir, Franzl. Kaki, verstehst du das? Nein, kein Wort. Mir, das ist ganz einfach. Madame Schöngrubert hat uns beauftragt, den Auftrag für die Uhr zu geben an Ihnen. Du wolltest sie dir doch immer machen, Franzl, aber hast nie die Zeit dazu genommen. Da ist mir, wie Mr. Longford das letzte Mal hier war, eingefallen, nur dass man das so ganz einfach machen kann. Du hast zwar nichts dran verdient, aber mich hat sie auch nichts gekostet. Und Monsieur Jacquet und Mr. Longford haben Gelegenheit dabei gehabt, zu sehen, was du wirklich kannst. Und dafür, Madame, bin ich Ihnen unendlich dankbar. Du hast also die ganze Zeit über gewusst, dass ich an dieser Uhr arbeite. Die ganze Zeit. Und du hast mir erklärt, die Mama hat keine Ahnung. Dann hast du auch gewusst, dass das mit der Katze nur Theater ist? Aber natürlich hat sie das gewusst. Sie weiß ja immer alles. Wahrscheinlich hast du auch gewusst, dass ich der Katze jede Nacht unten ihre Milch gegeben habe. Aber viel zu wenig, Franzl. Wenn ich mich nicht um die Jungen gekümmert hätte, dann wären sie wahrscheinlich verhungert. Drum hat sie immer so geschrien. We'll be right back.